Hallo, heute bei meiner Züchterkontrolle bin ich bei den kleinen West Highland White Terrier angekommen. Ich weiß schon, wenn es noch so jung sind, die Welpen, weiß man noch nicht genau, was das einmal wird, aber das wären wunderschöne Westies. Und was wir bei den Westies auch immer sagen, die haben ja kein Problem mit Erziehung, das ist ein total klasse Hund, weil die wissen sofort, wie es Herrli und Frauli erziehen. So, und jetzt habe ich die Welpen getauscht. Jetzt habe ich da die nächste Schwester. Die erste war ein Mädel, ganz lieb und ganz klein. Und wenn ihr jetzt schaut, jetzt sind die Ohren noch ganz weich und klein. Und die Schnauze wird jetzt schon schwarz, weil das ist oft rosa bei der Geburt. Das Fell ist natürlich nur ganz kurz. Das ist ganz normal. Und jetzt dann schon so quitschen, weil jetzt brauchen sie Mama noch. Da habe ich jetzt einen kleinen Bruder geholt. Westi Rüden. Und jetzt mit 2,5 Wochen ist es so, dass die Augen offen sind. Aber wenn ihr jetzt schaut beim Gehörkanal, die sind noch ganz zu. Mit 3 Wochen erst öffnen sie die so richtig, dann kann der Hund hören. Wenn man ganz laut schreit, hört das vielleicht wegen den Vibrationen, aber so richtig hört das Flüstern. Kommt erst später, dass diese feinen Sinne entwickeln. So, jetzt schauen wir mal. Im Schnauzi drinnen, wenn ihr das seht, ich hoffe, dass man gut hinsehen kann, ist natürlich so, dass die Zähne noch nicht einmal durchgebrochen sind. Das kommt erst so ab der 3., 4. Woche und mit 5, 6 Wochen ist er so ein kleiner Westi, dann schon ein richtig kleiner Gangster und kann schon beißen, knurren und umteifen, dann sind sie richtige Hund. Aber die ersten Tage, da geht es halt wirklich langsam dahin mit der Entwicklung. Nur Start holen wollen sie sich jetzt auch noch nicht. Hey, du kleiner Lump! So, und oft sage ich in meinen Videos, oh, Schokokraus. Gleich ist unser Video wieder aus, weil da habe ich schon den letzten Bruder. Warum kauft man sich eigentlich einen Westie? Warum ist das der richtige Hund? Der Hund passt zu allen Leuten, die selber selbstbewusst sind, Hobbys haben, Spaß haben wollen. Einen kleinen, frechen, treuen Begleiter, der mit einer 15, 17 Jahre lang durchs Leben stolziert und immer das Kommando übernimmt, haben wir. Für das ist das der richtige Hund. Okay? Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video, wenn sie ein bisschen größer sind. Und wir zwei dann jetzt da winken und sagen Tschüssi, Baba, bis zum nächsten Mal.